Döner zu versauen ist wie im leeren Tor den Ball von der Torlinie kicken und ihn nicht einlochen. Da hat man es mit einem Köftespiel schon deutlich schwerer. Meine Lieben, ein schönes am Start zum neuen Video von zu Hause. Kurz kleines Intro am Start. Wir werden heute Podolski-Döner und Kratar-Köftespiel nochmal abchecken. Das Interessante an der ganzen Sache finde ich, dass ich ja vor anderthalb Jahren, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, dass das war der, glaube ich, erste Essenstest, den ich gemacht habe. Finde ich sehr interessant. Dann guckt man natürlich, zwei große Namen. Steckt da wirklich was dahinter und wird zum Schluss mit Namen Cash gemacht und an Qualität gespart? Das gucken wir. Köfte hat man schon gehört, soll anders jetzt sein, sollen die richtig aufgepimpt haben. Angeblich gucken wir auch, ob besser wird. Mich würde freuen, wenn ihr nochmal bei ZEC Plus rumschaut. Supplements, das allerbeste, was Deutschland zu bieten hat. Holle10 ist der Code. Genau, und dann geht es jetzt auch los im Video. Wir sehen uns in Bonn. Hier, Brudi, du hast gerade gesagt, du warst gerade testen. Ich glaube, du würdest sagen, Standarddöner. Warum sagst du Standard? Das ist dieser Fertigfleisch, was man kennt. Ne? Okay. Aber ist jetzt nicht so selbstgemacht oder so. Ja, cool. Ja. Dann gucke ich mal, was ich dir abschneide. Danke erstmal für das Statement. Danke dir auch. Ja, haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Jetzt geht's ab zum Kratagel. Komischer Fluss hinter mir, ja. Mann, werde ich da wohnen, Alter. Guck ich auf den Fluss hier, Mann. Oh, ich bin ein Esel. Ich muss auch meine Navigation anmachen. Oh, Mann. Warum zeigt ihr mir München an? Ich verstehe es nicht. Kratar. Die haben den wohl umbenannt auf Cape Up Story. Danke nochmal für die Kommentare auch. Ihr habt auch das natürlich empfohlen. Ich glaube, die Jungs wussten gar nicht, dass ich schon da war. Aber ich teste nochmal. Wir haben übrigens jetzt für den, der den besten Döner vorschlägt, 1000 Euro Gutschein gerade. In letzter Zeit, ich schwöre es euch, da war ich echt traurig, nicht so viele Kommentare. Habt ihr, könnt ihr euch die Hoffnung nicht aufgeben, müssen wir den besten Döner Deutschlands in den Kommentaren liefern. Und ich gebe zusätzlich noch für den Algorithmus nochmal einen Fuffi-Gutschein. Einfach so vergebe ich in den Kommentaren für irgendjemanden einfach random. Scheiß drauf. Wir brauchen mehr Kommentare. Und jetzt werden wir zum Kratar rennen. Alter, ich schwöre euch, hätte der jetzt auf, das wäre was für eine verdammt nochmal Cheat-Day-Tour. Ich will eine Cheat-Day-Tour nochmal machen. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich mal eine Cheat-Day-Tour. Guck mal, wie dumm ich bin. Ich habe gerade gesagt, ich will ein Ticket holen, dann haben die Jungs mich abgelenkt eben. Jetzt habe ich wieder kein Ticket geholt, wenn ich jetzt wieder einen Strafzettel kriege. Kann man in den Knast kommen für zu viele Strafzettel? Das ist kein Fall für Holle Undercover. Gleiche Bedingung wie letztes Mal. Wo ist denn das jetzt? Cape Up Story. Irgendwie kommt mir das Spanisch vor. Der ist nicht so wie der von letztes Mal. Das ist ein Hinterhalt. Wenn jetzt mir mal erstmal ein Köfte spießt und auch noch mal wie letztes Mal nur das Köfte so, wenn wir auch noch probieren. Also, was rede ich da? Köfte Sandwich und Köfte so. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a box in my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by his grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Shoot at the Oculus, the cage. They sipping only nine saves. Ganz genau da oben sehe ich mich. Da werde ich jetzt bewerten. Optisch ist natürlich lieblos so, ne? Also mit ein bisschen Grün wird es allerdings anders aussehen, muss man dazu sagen. Erstmal den Spieß so. Spieß ist wirklich noch relativ saftig. Also dieses Pulver obendrauf ist sehr penetrant. Sehr säurelastig, geschmacklich einfach schwer einzuordnen. Hier die Soße reingeschmiert. Aggressiv ist das richtige Wort für dieses Pulver da oben drauf. Aggressiv. Irgendwas Unnatürliches da drin. Diese Säure ganz intensiv. Nicht unbedingt schlecht, gar nicht mal jetzt so auf die Weise, aber unnatürlich. Anders. Gesamturteil von mir leider nicht so gut. Anders kann ich es nicht sagen. Erster Geschmack dachte ich gleich scheiße. Befürchtungen erhärten sich. Der Geschmack kommt. Sag mal so, ich bin erstmal ein bisschen beruhigt. Ich bewerte nicht gern schlecht, ich hasse es schlecht zu bewerten. Deshalb bin ich bei sowas glücklich erstmal. Es überwiegt einfach für mich viel zu krass diese Säure. Dieses Pulver ist ganz penetrant. Alles andere, Fleisch und so, wird überdeckt. Das wird meiner Meinung nach auch irgendwo seinen Grund haben. Man schmeckt nur diese Säure. Ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt. Ich würde jetzt einfach dem Spieß ohne Sandwich würde ich mir 5 Punkte geben, den Sandwich eine 6. Ist für mich zu unnatürlich, zu säurelastig. Das hat aber für mich nichts mit einem Geschmackserlebnis zu tun. Mittelmäßig, einfach mittelmäßig. Nicht schlecht. Schmeckt ganz anders als letztes Mal. Auch dieser Spieß ganz anders als letztes Mal, als ich hier war. Würde sogar sagen, ein bisschen besser. Jetzt habe ich die richtige Erklärung für diese Säure. Schmeckt so, als hätte jemand ganz penetrant Zitrone drauf gemacht. Und ihr habt die Säure von der Zitrone, wirklich. Aber dieses Aroma von der Zitrone, wenn es frisch drüber kommt, das kommt nicht genau durch. Deshalb für mich künstlich, weil dieses Zitronenaroma nicht mehr durchkommt. Das wurde für mich getrickst ein bisschen. Meine Diagnose.
ja. Aber wie gesagt, jetzt geht's zum Poldi-Döner. Also eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, ich hasse das, irgendwas Schlechtes zu sagen. Und ist ja auch nicht böse gemeint, wisst ihr? Aber ich finde, wenn man so eine berühmte Persönlichkeit ist, das lebt einfach von seinem Namen. So. Und die Leute, Freunde sind Fans, gehen dahin, essen das und erwarten was. Und ich finde, da kann man einfach mehr machen. Ein bisschen mehr Liebe reinlegen, ein bisschen mehr Gedanken reinstecken. Das ist nur meine Meinung zu dem Khatar-Köfte. Döner zu versauen ist wie im leeren Tor den Ball von der Torlinie kicken und ihn nicht einlochen. Da hat man es mit einem Köftespiel schon deutlich schwer. Das ist voll lustig. Ich habe gerade voll den Flashback. Hier stand, ich weiß noch, habe ich meine Ansage gemacht. Und dann bin ich geradeaus und da war der Köftespieß noch woanders. Der war geradeaus hoch. Ja, Mann. Und hier stand, ich habe eine Ansage gemacht. So dieses Feeling, das jetzt nochmal zu sehen, ist schon lustig. Nach anderthalb Jahren, wo meine Dönerkarriere gestartet ist. Ich habe hier nochmal zwei Jungs am Start. Die haben gerade eine Sache gesagt. Lass mal den eben nochmal zum Döner. Also an sich nice, aber der ist ein bisschen kleiner geworden und 50 Cent teurer. Okay. Geschmack gleich, aber halt ein bisschen kleiner und teurer. Also anfangs, als er hier aufgemacht hat, war der top. Richtig fett, richtig geil. Das sind die Lockangebote, das sind immer die Dönermänner. Ne? Am Anfang zack rein zum Locken und dann wird weniger Fleisch und alles. Ne? Wertung 1 bis 10, was würdet ihr sagen? 10 von 10. 10 von 10, also, ehrlich? Ich kenne keinen besseren Döner. Oh, auch riesig, der Laden. Ne? Okay, ich werde mir mal eben einen bestellen. Danke euch, Jungs. Ne? Ja. Vielen Dank. Ja, Lukas Podolski, Döner, let's go. Du machst das Brot echt frisch hier, richtig heftig. Yeah, I told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up like I'm moving too fast. Yeah. I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Ganz kurz rausgehen direkt, Leute. Um euch meine Emotionen zu teilen. Ich gehe es genau in der Reihenfolge durch. Erster Biss, denkst du, komplett Standarddöner. Dann kommt sehr würziges Fleisch, gut würziges Fleisch, muss ich wirklich sagen. Das Brot ist halt auch individuell. Du hast, das finde ich geil, das außen knackige Kruste und dann ist es richtig schön matschig so. Das erinnert mich an Burger, ich mag das bei Burgern sehr gerne, wenn das Bun außen so richtig matschig ist. Nichtsdestotrotz, ihr kriegt direkt hier meine Bewertung, ist es für mich eine 7. Eine 7 von 10, ihr müsst es so sehen. Ich bin inzwischen durch ganz Deutschland. Ich habe ein genaues Beispiel. Guck mal, erster Döner, Listerdöner. Damals dachte ich, absoluter Shit, zum ersten Mal so gegessen. Und irgendwann merkst du, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, so einen Döner gibt es leider in jeder zweiten Stadt. Es war damals für mich heftig, jetzt ist es Standard. Dieser Döner ist immer noch sehr lecker, aber es ist immer noch trotzdem Standarddöner. Auch wenn das Brot echt special ist, aber am Ende des Tages Fleisch sticht nicht raus. Soßen sind auch Standard. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben, einen Kommentar, wo soll es als nächstes hingehen. Und ja, dann bis zum nächsten Video.